Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und wie wir letztes Mal festgestellt haben, uns ist Blei ausgegangen. Drum stehen wir hier auf einem brandneuen Feld für Blei. Und wenn wir schauen, wir haben zwei Möglichkeiten, um an Blei zu kommen. Entweder direkt aus dem Erz oder via Bleioxid. Und möglicherweise ist das eine Variante, die wir irgendwann angehen wollen. Denn als Nebenprodukt von dem Bleioxid bekommen wir auch entweder Schwefeldioxid oder Schwefelwasserstoff raus. Und wenn wir da mehr davon brauchen, dann ist das wahrscheinlich eine günstige Variante, da an die Stoffe ranzukommen. Aber heute geht es nochmals um Erzförderung. Wir beginnen mit dem Blei. Mit Bahnhof kommt dann hier oben hin. Und was ich dann auch abhaken möchte, ist Silber, Gold und vielleicht Titanium. Titanium wird aus Titanium Erz gewonnen. Und wenn wir uns das anschauen, da brauchen wir dann auch noch Calciumchlorid dazu. Das ist okay. Das haben wir alles irgendwann auch schon mal erledigt und gemacht. Aber ich denke, ich beginne hier mal mit Blei. Und dann hier unten haben wir Gold. Da haben wir Silber und ob wir dann bis zum Titanium kommen, da müssen wir schauen. Für die Goldverarbeitung brauchen wir sowieso noch Chlor und Chlor bekommen wir hier als Nebenprodukt hier oben und derzeit blasen wir das einfach in die Luft, weil wir es hier für Sodiumhydroxid nicht brauchen. Aber erster Schritt, wir brauchen Blei, denn unsere Produktion steht so ziemlich still ohne das Blei. Blei ist am Start und wenn wir schauen, hatten wir bereits einige Bleizüge, denn hier das Lötzinn, das ist bereits wieder vollgelaufen und wir produzieren so schnell es geht. Und damit können wir uns dem Silber zuwenden. Wir haben hier auf der rechten Seite irgendwo. Dann nehme ich hier unten durch. Hier drüben haben wir eine Silbermine. Eine kleine. Aber ich hoffe, die genügt uns. Und wenn wir schauen, Silber lässt sich einfach schmelzen. Aus Silbererz bekommen wir Silber. Nichts weiter. Also das heißt, hier das gleiche Rezept wie für Blei. Drum machen wir das auch gleich rasch nochmal. Erstmal hier die Bäume abernten. Dann denke ich Erzfeldförderung hier nach rechts. Damit wir hier auf der rechten Seite dann die Schmelze haben und oben drüber einen einfachen Bahnhof.
wenn wir schauen, brauchen wir Silbererz. Silbererz brauchen wir nur für Silberplatten. Somit sollte das recht einfach sein. Und dann können wir uns dem wesentlich komplizierteren Gold widmen. Für Gold brauchen wir Chlorgas, das wir schon an einigen Orten produzieren. Aber wir müssen das Gas dann ja am richtigen Ort haben. Wie sieht das aus? Ein Ausgang reicht. Aber wir machen hier Erzförderer 2 und mittelgroße Strommasten. Und hoffentlich klappt das dann so mit den Strommasten besser. Nur das Ganze ist in die falsche Richtung. Wir wollen das Richtung Osten. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Und wir sehen hier auch, ich habe hier die verschiedenen Bänder verwendet, die wir haben, sodass wir das Erz aus dem Feld so schnell als möglich abtransportieren können in die entsprechende Schmelze. Und so wie es aussieht, habe ich da zumindest die roten Teile, die fehlen mir. Und wahrscheinlich habe ich auch nicht genügend rote Förderbänder, um hier die ganze Schmelze fertigstellen zu können. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Kann ich holen und dann mache ich dieses Erzfeld auch noch fertig. Silber ist mit Bahnhof und allem nun auch fertig. Auch der Zug steht bereits da und wird beladen. Und für Gold brauchen wir Chlor. Und Chlor haben wir hier etwas. Da habe ich einfach noch ein paar Tanks mehr hinzugefügt. Ich denke, ein Knackpunkt, den wir haben werden, ist, dass wir hier, wenn wir Chlor produzieren, das Sodiumhydroxid rausbekommen und möglicherweise verwenden wir oder brauchen wir nicht genügend von dem Sodiumhydroxid. Denn wenn wir schauen, wo haben wir es? Sodiumhydroxid. Das brauchen wir für Aluminium. Wir brauchen es für Silberoxid. Und wir brauchen es für die blauen Fläschchen plus die Batterien. Und die blauen Fläschchen, das ist neben dem Aluminium vielleicht das einzige, was wir wirklich in größeren Mengen produzieren. Aber auch das nur, wenn wir forschen. Und forschen tun wir derzeit nicht, denn wir haben alles geforscht, was wir derzeit forschen können. Da brauchen wir entweder Setup für Module oder die grünen Fläschchen und das braucht noch ein Weilchen. Aber hier haben wir etwas Chlor und ich möchte das Ganze auch hier oben bei unserer dedizierten Sodiumhydroxid-Produktion auch machen. Das hier ist hauptsächlich für die Aluminiumproduktion gedacht. Aber da haben wir auch Wasserstoff und Chlor als Nebenprodukt.
Und das können wir auch erstmal in Tanks reinkippen. Und wenn die Tanks voll sind, dann können wir es in die Luft blasen. Und aus den Tanks können wir dann das Ganze mittels Zügen dahin transportieren, wo wir es brauchen. Apropos Züge, vielleicht brauche ich da noch etwas, ich denke, einer wird reichen, maximal 5, und von den normalen Waggons 10 Stück und Lokomotive, da nehmen wir auch 10 Stück und irgendwann werden wir dann auch die elektrischen produzieren können. Aber fürs erste Mal soll es das reichen und ich baue dann mal da oben das Setup hin, damit wir da Chlor abtransportieren können. Und vielleicht brauchen wir dann in Zukunft auch irgendwann Wasserstoff oder Chlorwasserstoff, den wir abtransportieren können. Und das können wir alles da in die Wege leiten. Auch dieser Puzzlestein ist nun fertig gebaut. Hier und da ein paar Tanks. Und statt das Ganze hier oben in die Luft zu blasen, haben wir hier oben eine Verbindung für Wasserstoff. Und da unten etwas eine kompliziertere für Chlor. Und dann blasen wir das hier unten in die Luft, sofern wir genügend Gas in den Tanks haben, und den Rest beladen wir hier in unseren Zug, den wir hier ans Gleis angeschlossen haben, und damit kann ich mir meine Aufmerksamkeit dem Goldfeld und der Goldproduktion widmen, was nun mit dem Zug da nicht mehr allzu kompliziert sein sollte, denn wir haben all die Bausteine, die wir benötigen. Wir haben auch schon Schmelzen gebaut, die Gas oder Flüssigkeit als Input brauchen. Das heißt, wir können da einfach das entsprechende zusammenkopieren und dann sollten wir in Kürze Goldplatten rausbekommen. Was wir auch noch machen werden, ist, wir werden das Chlor, das wir hier rausbekommen, das werden wir auch irgendwo verwenden. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann denke ich, das Goldfeld, dann machen wir die Schmelze hier oben hin und vielleicht hängen wir da einfach noch einen Bahnhof für Goldplatten an. Ich glaube, das ist nicht mal so die schlechteste Idee. Das klingt doch nach einem Plan. Wir produzieren inzwischen Goldplatten und weil ich gedacht habe, ich bin gerade so schön im Schwung, machen wir doch gleich auch das Titan noch hier hin. Wir können hier noch einen Platz für Titan machen. Hier haben wir die Rutilit-Felder. Und ich denke, die machen wir ausgangsmäßig hier nach unten, dass wir da unten die Schmelze haben. Und was wir da noch dazu brauchen, ist Carbon. Carbon bekommen wir aus
Wasser und Kohle. Und zu diesem Zweck habe ich da hinten auch schon mal mit weiteren Anlieferungsbahnhöfen begonnen. Wir haben Kohle hier, wir haben auch Stein, denn wir brauchen auch noch, was ist das zweite? Calciumchlorid. Calciumchlorid hier, das bekommen wir aus Limestone und Chlorwasserstoff. Chlorwasserstoff haben wir da irgendwo in der Nähe. Hier haben wir eine Leitung. Und mit dem Stein können wir hier das crushen. Und vielleicht machen wir die Leitung in eine leicht andere Richtung. Und wenn wir jetzt dann hier das so machen. Wiederum vier Maschinen. Dann Wasserstoff interessiert uns nicht. Machen wir so und blasen wir in die Luft. Und hier hinten. Das machen wir auch wieder so, verbinden das und dann haben wir hier, können wir den Ausgang haben. Und mit all der Bauerei sind mir die Knickarme ausgegangen. Was wir aber hier noch machen, ist Strom. Und dann hole ich ein bisschen mehr Knickarme, Förderbänder. Wir müssen auch hier noch die Leitung für den Kohle, Chlorid, Wasserstoff, Wasserstoffchlorid legen. Da brauche ich auch noch ein paar Untergrundbänder. Aber sobald wir das haben, dann brauchen wir nur noch hier Bahnhof, da Erzfeld plus Schmelze. Und Carbon müssen wir auch irgendwo uns herstellen. Aber alles, was uns da fehlt, ist wahrscheinlich dann noch Wasser von irgendwo her. Wir bekommen das hin. Es ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Hier sind wir vollgelaufen, was bedeutet, wir produzieren kein Chlor mehr, kein Chlorwasserstoff. Und wir können das recht einfach beheben, indem wir hier einfach mal ein paar von den Kisten ins Jenseits befördern. Ja, wir brauchen dann etwas Stahl, um neue Kisten zu bauen. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir das hoffentlich alles erledigt. Und was ich aus diesem Grund auch gemacht habe, ist hier so ein Kreislauf, dass wir statt dass den Wasserstoff einfach in die Luft blasen, in eine Chemiefabrik, wo wir dann mit dem Chlor wieder Chlorwasserstoff produzieren. Und das sollte funktionieren, hoffe ich zumindest, sobald wir genügend Chlorwasserstoff im Kreislauf haben. Und da haben wir etwas, was rauskommt, und alles, was es jetzt effektiv noch zu tun gibt, ist
dass das Erzfeld plus Schmelze anzuschließen. Erzfeld, das ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber ich denke, die Schmelze, die machen wir gemeinsam. Wir haben die Erzfelder angeschlossen und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie kommen wir da zu Titan, dann sehen wir, das müssen wir in Elektrolysern machen und wir haben drei Eingangsmaterialien. Das heißt, wenn wir zwei Bänder für den Eingang haben, müssen wir irgendwas auf ein Band legen. Und eines davon ist sicher Carbon, davon brauchen wir am wenigsten. Und ich habe hier auch das Calcium hier aufs gleiche Band gelegt. Möglicherweise können wir dann daraus ein gelbes Band machen. Wenn wir schauen, wo haben wir was Ähnliches schon mal gemacht, dann denke ich, ja, hier haben wir für Aluminium ein Setup, das sich kopieren lässt. Und wir machen das so. Das ist unser Ausgang. Aber wir werden hier ein bisschen bessere Elektrolyser haben, die nächste Generation. Und wir werden natürlich hier die Rezepte auf Titanium einstellen. Gut. Und dann hier gelbes Band. Und machen wir hier den Eingang. Und ich denke, dieses Band und dieses Band machen wir in die andere Richtung. Und natürlich gehen mir da die Förderbänder aus. Hier machen wir das Ganze mal mit Rot dran. Und ich klaue mir mal von hier hinten ein Band. Dann können wir das hier fertig machen. Und hier brauchen wir sowieso gelbes Band. Und dann hier nochmal kurz Strom ran. Und wir packen zumindest die Materialien rein. Hier wird bereits produziert und da haben wir das erste Titanium. Wir haben den Bahnhof auch schon eingestellt. Wir haben einen Zug, der nur darauf wartet, beladen zu werden. Und sobald der voll ist, wird der hier an unser Titan-Bahnhof fahren. Das heißt, alles, was uns jetzt hier noch fehlt, sind die Ziegelsteine, Tungsten, Lithium, Silikon und was wir wahrscheinlich noch ergänzen müssen, ist Glas. Aber zumindest fürs Erste haben wir da oben
noch genügend Silikon und ich habe hier auch eine kleine Schmelze, die uns etwas Glas liefert, genügend für das, was wir hier drüben für diverse Bauten benötigen. Aber das war's für heute. Es war eine sehr produktive Folge. Wir haben 4 neue Metalle an den Start gebracht, so dass wir nächstes Mal schauen können, was können wir denn mit all den Metallen anstellen. Also bis dann und tschüss!